Ah. Ah. Verdammt, seist du. Das Biest hat einen weiteren grässlichen Mord verübt. Milton de Perrac-Perrin fiel seiner eigenen Feigheit zum Opfer. Das Biest von Beauclair hat wieder zugeschlagen. Bürger, hütet euch vor dem Biest. Wendet eure zitternden Herzen. Hallo. Ein Hexer aus der Wolfsschule hier in Toussaint. Sei gegrüßt, ich bin Lazare Lafargue. Geralt von Riva, du scheinst dich ja zu freuen. Hast du Arbeit für mich? Und ob? Keine Monsterjagd. Aber gewiss interessiert die Sache dich trotzdem. Ich bin Rüstungsschmied und suche schon seit Jahren nach Schemata für Hexerrüstungen von außergewöhnlicher, großmeisterlicher Qualität. Ich habe davon gehört. Gesehen habe ich aber noch keins. Ich dachte, sie wären verschollen. Eben nicht! Ich habe zum Glück erfahren, dass ihre Besitzer nach Toussaint gekommen sind. Leider sind sie dann verschieden, aber ich weiß wo. Ich brauche nur einen Partner, der mir dabei hilft, die Schemata zu bergen. Wenn du weißt, wo sie sind, warum holst du sie dann nicht alleine? Na, sehe ich vielleicht wie ein Abenteurer aus? Und wer wäre für meine Kunden da, wenn ich durch die Gegend zöge? Nein, lieber übertrage ich diese Aufgabe einer zuverlässigen Fachkraft. Bring mir die Schemata, dann fertige ich dir an, was du wünschst. Was hast du denn im Angebot? All diese Schemata sind irgendwie nach Toussaint gelangt. Wie war das möglich? Toussaint war die Heimat von Tienzel, einem legendären, leider verblichenen Elfen und Rüstungsschmiedemeister. Von ihm ließen Hexer aus aller Herren Länder ihre Platten- und Kettenrüstungen anfertigen. Von dem habe ich gehört. Er soll der Beste gewesen sein. Er hat auch entsprechende Preise genommen. Die Hexer mussten oft besonders schwierige, gefährliche Aufgaben erfüllen, um sich seine Rüstungen leisten zu können. Einige hatten das Pech, dass ihnen dabei etwas zustieß. Und die Schemata liegen heute noch bei ihren Gebeinen. Verstehe. Wer sie findet, hat auch die Schemata gefunden. Aber woher weiß ich, wo ich suchen muss? Zufällig bin ich bei Tienzel in die Lehre gegangen. Ich habe also die Geschichten der verschollenen Hexer von ihm aus erster Hand gehört. Was er mir erzählt hat? Nun, ich habe jedenfalls Abstand davon genommen, selbst auf die Suche nach den Schemata zu gehen. Lass uns eine Abmachung treffen. Ich sage dir alles, was ich weiß, und du lässt mich im Gegenzug Kopien von den Schemata anfertigen, die du finden kannst. Wieso hat denn dieser Elfenmeister einen menschlichen Lehrling angenommen? Mein Vater war Rüstungsschmied.
Ich habe von klein auf geholfen und irgendwann meine eigenen Stücke geschmiedet. Meister Tienzel sah meine Arbeiten und bot mir eine Lehrstelle an. Mir ist erst Jahre später klar geworden, was das für eine Ehre war. Leider ist mein Meister später bei einem Massaker ums Leben gekommen. Er hat mir alles beigebracht, was er wusste. Und doch habe ich es zu seinen Lebzeiten nicht mehr geschafft, die Voraussetzungen der Zunft für den Großmeistertitel zu erfüllen. Ich weiß, dass ich in meinem Geschäft einzigartig bin, aber bis ich nicht eine Hexerrüstung von Großmeisterqualität angefertigt habe, werde ich nie wissen, ob ich meinem Lehrer ebenbürtig bin. Wo soll ich nach den Schemata suchen? Ich weiß von 5 vermutlich toten Hexern. Jeder aus einer anderen Schule. Wolf, Greif, Katze, Bär und Manticore. Wo soll ich anfangen? Erzähl mir von meinem Bruder von der Wolfsschule. Sein Name war Adon. Ich erinnere mich gut an ihn. Mein Meister mochte ihn und half ihm, einen gut bezahlten, aber nicht zu riskanten Auftrag zu finden. Vor ein paar Jahren traf eine archäologische Expedition von Castel Groupien in Toussaint ein. Die Mitglieder der Expedition befragten den Meister zu den Elfenruinen in Termes. Er warnte sie eindringlich vor den Gefahren und legte ihnen nahe, Adon als Eskorte mitzunehmen. Was für Gefahren hat er gemeint? Weißt du das? Der Legende nach spuken Geister in den Kammern unter Termes. Was da dran ist, weiß ich nicht. Aber die Expedition samt Hexer ist spurlos verschwunden. Was kannst du mir zum Greifenhexer sagen? Er kam vor etwa 200 Jahren zu uns. Aber mein Meister kannte ihn bereits. Dieser Hexer war bei weitem nicht so emotionslos, wie es seine Kollegen sind. Er hatte auf Fourussat einen Auftrag angenommen und brauchte dafür unbedingt eine bessere Ausrüstung. Er zeigte meinem Meister die Schemata, hinterlegte eine Kaution und ward nie mehr gesehen. Offenbar hat er eines Abends das Fort verlassen und kehrte nie zurück. Wohin kann er gegangen sein? Weiß ich nicht. Es hieß, er sei in Eile aufgebrochen. Vielleicht hat er etwas vergessen. Von Fourussat sind nur noch Ruinen übrig. Aber vielleicht lohnt es sich, die zu durchsuchen. Reden wir über den Hexer der Katzenschule. Vor einem Jahr bat mich der herzogliche Rüstungsschmied Bartholomé de Launay, die Authentizität eines Hexerschemas zu überprüfen, das er von einem Boten erhalten hatte. Zu dieser Zeit arbeitete er an einer neuen Rüstung für die Herzogswache. Ein Hexer der Katzenschule bot einen vollständigen Satz Hexerschemata für eine komplette Ausrüstung. Die Schemata wären wirklich hilfreich gewesen. War das Schema, das du gesehen hast, wirklich ein Hexerschema? Zweifellos. Zu schade, dass Delaunay mich keine Kopie hat anfertigen lassen. Er war ganz außer sich und fürchtete, der Hexer könne ihn einfach töten und ausrauben. Vielleicht war diese Angst nicht ganz unbegründet. Denn kurz darauf verschwand Delaunay spurlos. Sicher, ich hätte sein Anwesen ja nach Hinweisen durchsucht. Aber das ist wegen der akuten Einsturzgefahr viel zu riskant. Erzähl mir etwas über den Hexer von der Bärenschule, ja? Kurz nachdem Meister Tienzel mich als Lehrling angenommen hatte, tauchte er auf. Ich erinnere mich noch an das Bärenmedaillon, das er um den Hals trug. Der Hexer war riesig und falschte wie ein Fischweib. Hexer sind eben selten reich. Stimmt, der war es jedenfalls nicht. Aber er war in Eile und so wurde mit der Herstellung begonnen. Er seinerseits versprach, uns das Geld zu bringen, sobald er einen Auftrag auf dem Tufo-Weingut erledigt hätte. Dort war ein Gebäude eingestürzt. Die Zeit verging und der Bärenhexer kam nie wieder. Mein Meister schickte mich zum Tufo-Weingut. Es stellte sich heraus, dass der Hexer dort tatsächlich einen Auftrag angenommen hatte. Aber das war das Letzte, was man von ihm gehört hatte. Und mehr weiß ich auch nicht. Die Schule des Manticores. Über die weiß ich wohl am wenigsten.
obwohl ich vor langer Zeit mal eine Rüstung getragen habe, die von dort stammte. Meinem Meister zufolge liegt die Schule des Manticores weit im Osten. Vor einem Jahrhundert kam einer ihrer Hexer zu meinem Meister, ein gewisser Merten. Tienzel war nicht gerade begeistert von ihm. Er stank wie eine Schnapsbrennerei und suchte ständig Streit. Tienzel schlug ihm die Tür vor der Nase zu und rief, er solle nüchtern wiederkommen. Mit Betrunkenen mache er keine Geschäfte. Der Hexer kam jedoch nicht wieder. Die Leute munkeln, er habe sich auf einen alkoholumnebelten Händel mit der herzoglichen Wache eingelassen. Er wurde verhaftet und verurteilt. Das Bastoy-Gefängnis, in dem er saß, ist längst nur noch eine Ruine. Aber vielleicht solltest du da mit der Suche beginnen. Wiedersehen. Viel Glück auf dem Weg. Nicht versäumen! Gleich Karten kaufen! Nur bei mir! Ein Hexer. Komm schon! Verdammt! Oha, Blödsinn! Yeah.
Beweg dich! Halt! Hurra! Du kannst dir nicht mal einen Barbier leisten, geschweige denn meine Waren. Eingestürzt. Vermutlich hat das Fundament nachgegeben. Wurde buchstäblich untergraben. Verflucht und zugenäht. Ich will schlafen. Dieser Hexer, der war schon mal hier. Mit diesem Schnulzensänger, der sehr eng mit unserer Herzogin befreundet war. Und was hat mich das an? Was für ein Monster der Hexer auch gejagt hat. Getötet hat er es offenbar nicht. Ich muss die Augen offen halten. Thank you.
Warum lasst ihr mich nicht alle in Ruhe? Mal sehen, ob der Hexer beim Höhleneingang irgendwelche Spuren hinterlassen hat. Das Symbol seiner Schule an der Wand hinterlassen. Clever. Ich sollte nach weiteren Symbolen suchen. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Mal sehen, wo die hinführen.
Das muss die Leiche des Bärenschulenhexers sein. Das Risiko nicht eingehen sollen. Muss wirklich scharf auf die Rüstung gewesen sein. Diese Schemata kann ich sicher nicht gebrauchen.